Live and learn. Aber ich komme hier nicht noch normalerweise noch zwei Licker trotzdem noch? Ich weiß gar nicht. Gehen wir davon aus, dass dem nicht so ist. Sondern dass das Game gerade mal sagt, nö, Licker reicht erstmal. Die zwei, die wir jetzt gerade hier entgegengeworfen haben, die ich mal schön gejumpscared haben. Jesus fucking Christ. So, hier runter haben wir das nächste Rätsel, bzw. das nächste Passwort. Alle erstmal löschen. La Parka? Der Wrestler? Rein damit. Achso, ja. Okay. Deswegen, es kommen, glaube ich, definitiv noch Licker. Weil wir hier nochmal zurückkommen müssen, weil wir erstmal, haben wir gerade eben, also hier haben wir den neuen Code. Damit können wir dieses Ding öffnen für das Puzzle. Und dann müssen wir jetzt zurückkommen, um da die ganze Flüssigkeit eben auszutauschen. Oder die sind jetzt schon gespawnt. Das kann natürlich auch sein. Haben wir hier noch Items? Bis auf das Cooling System Gedöns. Werden wir sehen. Wir kommen, wie gesagt, nochmal zurück. Ja, vielleicht gilt das ja schon als Warnung für weitere Licker, die ja potenziell spawnen können. Steht mir direkt im Weg. Und ein bisschen Ammo können wir auch loswerden. Das ist nicht das größte Problem. Oh, High Grade. Gerne. Oh, wir haben sogar eine Box. Okay, das ist Clutch. Definitiv. Deswegen kombinieren wir erstmal das hier. Ich meine, ich hatte noch hier eine größere Ansammlung an Gunpowder. Genau, Gunpowder Large. Richtig. Combine, Acid Rounds, Sweetness. Ich glaube, mittlerweile sollten wir ganz gut ausgestattet sein, was das angeht. Warum nicht? It's about the time for acid, yo. Moment, haben wir jetzt alle Stacks voll? Moment, wir nehmen die Quick Draw mal mit. Die kann weg, die soll aus meinen Augen. High Caliber. Haben wir noch ein bisschen mehr. Gehen wir ein bisschen mit der Quickdraw-Army auf Zombie-Jagd. Wir haben über 20 Schuss. Über 30. Ich habe ein bisschen übertrieben. 31 Schuss. Okay. You know what that means. Ich hol mir mein fucking Messer zurück. Jetzt gehen wir nicht nur auf Zombies, sondern auch auf Pflanzenjagd. Das wird extrem interessant. I'm a threat now, bitch. Ups. Let's go. So, hier können wir storen. Sonst haben wir hier anscheinend irgendwo noch was. Was ich gerade übersehen habe. Ah ja. Ah, Goblet Knife. Hä? Habe ich nicht gerade eins mitgenommen? Le. Aber das hier können wir nochmal kombinieren. Soll ein bisschen weniger Space haben. Healing Item reicht eins. Also, Quick Draw. Die sollte ich am besten noch equippen. Bzw. auf den Slot hauen. So, Quick Draw. One-Shot Headshot. Quick Draw. Und Grenade Launcher. Mit insgesamt 30 Acid Rounds. Also das sind 31, um genau zu sein. Also bin ich relativ. Fühle ich mich relativ sicher. Moment. Wir haben noch zwei Türen, die wir bisher noch nicht ausgepropst haben.
Laut Map. Weil ich glaube, das könnte eine Shortcut sein. Oder auch nicht. Na, na, okay. In the face. Ah, ja, ja, okay, ein bisschen Acid in your face, bitch. Oh, hell yeah. Oh, hell yeah. Raise the roof, boy. Ah, das war sogar Flame. Never mind. Jesus. Oh, okay, das war ein Zombie. Dachte gerade schon, der ist nochmal biestig geworden, aber nee. Bisschen wie Jack Nicholson gerade, ne? Headshots mit dem Ding. Und wir haben nochmal High Grade, also nochmal ein bisschen mehr Acid Rounds, weil wir haben auf jeden Fall noch normales Gunpowder rumliegen. Das weh sie noch. Was haben wir hier? Somebody's Note. Hier kann man nichts machen allerdings. Ah, komm, Kollege, pflanzt er dich schon wieder? Klang gerade so vom Step her. Oh, never mind. Never mind! Kein Dash hier, mein Freund. Backpack. Tamu Lock. Favorite kind of lock. Good. Sehr, sehr gut. Dachte ich noch irgendwas, was wir mitnehmen können, aber nope. Hätte uns die Map vorhin schon drüber aufgeklärt. So. Alles klar. Dann gehen wir zurück und geben den Code ein, den wir auf dieser Trophäe letzten Endes haben. Der war nicht hier, sondern der war eins weiter. Und wir wissen, es ist Claire. Claire B, um genau zu sein. Das heißt kein Mr. X mehr, weil der wurde ja schon schön einmal in zwei Teile gerissen. Vom lieben Birkin-Senpai. Nope. Der ist auf jeden Fall weg. Der ist toast. Der ist, ja, der ist toast. So sehen sie aus, wenn sie toast sind. Keine grünen Ranken mehr. Ist ja dann. Öffnen wir mal hier den zweiten. Damit ich ja das letzte Mal irgendwie Probleme gehabt. 2-Block 2. Moment. Ja. Ich merke schon wieder. Ups. 2-Block 2. What? Nein. Das? Ah, das vielleicht, ja. Ja. Alles klärchen, Bärchen. Direkt auf dem Weg. Ah, lass in die falsche Richtung. Du wolltest es so. Ist er Toast? Nee. Beide logischerweise noch nicht. Ah ja, willkommen zu meinem Lieblingsrätsel. Habe ich hier noch ein Item? Ja, hier habe ich noch irgendwo ein Item, glaube ich. Rumliegen. Nehmen wir das vorher noch mit. Falls hier wirklich noch eins ist, oder ist es wirklich nur noch hier dieses eine Rätsel, was wir hier haben. Aber ich glaube, das wird dann nicht als... Jawohl, sehr gut. Nicht geklärt angezeigt. Noch mehr Acid Rounds. Und es ist large. Noch besser. Na, trau dich. Rein da mit dem Ding. Fill it up.
Okay, es gibt hierfür noch auch ein Achievement für das Genius Chemist Record. Und dafür müssen wir, wir gucken mal, ob das stimmt. Blue. Red. Green. Blue, really? Blue, red. Green. Blue. Red. Green. Well then. Okay. Wunderbar. Blue, red, green, blue, red, green. Zumindest in Claire im B-Run. Und so wie ich gelesen habe, auch im Lien-Szenario. Also zumindest Lien B. Bei Lien A ist es, glaube ich, ein Stück weit anders. Ah, natürlich. Doch, das killt ihn vielleicht, aber anscheinend nicht. What doesn't kill him makes him stronger. Mhm. Smell ya later. So, dieses Ding müssen wir jetzt natürlich aus... oder kühlen. Das war's, genau. Runterkühlen, das geht natürlich nur hier drinnen. Schau, ob die Glicker sich schon wieder verbreitet haben hier. Hören wir mal genau hin. Ich meine, ich habe was gehört. Aber das war Ambience. Anscheinend sind es wirklich nur die beiden, die man hier triggert. Hier können sie schon mal nicht runter... plumpen. Ja, runter plumpsen ja, aber zumindest nicht mehr mit Jumpscare-Faktor 8000. Immerhin. Ich finde, Claire hat hier im B-Szenario viel zu viele Pistols, wenn er mich fragt. Also die TMP ist absolut Trash. Aber man kann zumindest das ganz gut wasten. Das ist einzig positiv. Aber es hat keinen... Also es wirft die... Das habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Das wirft die Zombies nicht zurück. Und es ist inakkurat AF. Deswegen ist das Ding absolut Trash einfach. Aber dafür ist die SLS-60 und nochmal eine ganze Ecke geiler. Also Headshot und der Zombie ist weg. Das ist schon extrem nido. Und ich kann schon mal erwähnen, übrigens, sobald wir hier Resident Evil 2 durch haben, wir werden ja noch die ganzen Survivor-Dinger machen, und danach geht's weiter mit dem nächsten Projekt. Und das werde ich allerdings alles announcen, wenn wir dann nachher die Credits haben. Das ist natürlich der beste Platz dafür dann. Aber es wird geil, ich freue mich schon extrem drauf, muss ich sagen. Und ja, ich denke mal, wir werden ein paar Weekly-Challenges machen. Wir werden sie wahrscheinlich verkacken, aber wir werden sie trotzdem natürlich versuchen. Denn der Versuch zählt, sagt einem zumindest, eine Lebensweisheit. Die normalerweise immer von Leuten verwendet wird, die den zweiten Platz machen. Ja, genau. Haben wir hier noch einen Pflanzerich? Ja, lieber der hier als die in dem Greenhouse. Ah ja, die Musik heißt auf jeden Fall Pflanze. Richtig schlimm. Ugh. Wie viel haben wir denn noch? 6, 7 Rounds, Flame Rounds. Noch ein paar mehr Acid, weil wir haben ja noch ein High-Grade Gunpowder gefunden und ein großes Regular Gunpowder. Ja, das Ding ist Toast. Toasty. Sechs Schüsse tötet alles, was sich bewegt. Der Volvo Ocelot. Müsste ich ja immer mal streamen irgendwie, Metal Gear Solid 1, für die PS1 noch. Dafür ein HD Remake, okay, ja. Mittlerweile nicht mehr. Wir wissen, was Konami mittlerweile macht. Pachinko Machines, logischerweise. Und wir haben gesehen, was dieses Metal Slug, glaube ich, was sie jetzt neu gemacht haben, was extrem mies ist. Deswegen kriegen wir wahrscheinlich keinen HD Remake, bin ich mir ziemlich sicher. Leider. So, noch mehr Acid Rounds? Yes, please. Wir haben es eindeutig übertrieben. Wie viel haben wir? Okay. Wir schauen mal durch. Also wir haben... zählen wir mal auf Japanisch, dann lernen wir auch alle was. Chu. Nichu.
Was? Moment, wir nehmen jetzt alle mal ins Inventory, weil irgendwie dachte ich, es wären mehr. Kann ich die ganzen Roll-Films-Ding einfach wegwerfen? Weil mittlerweile... Mittlerweile komme ich ja nicht mehr zurück in die Police Station, glaube ich. Chu. Nichu, Sanchu, Sanchu Dog. 36? Hatten wir nicht irgendwas mit 40 gehabt? Aber gut, ich meine, 36 sind auch okay. Da beschwere ich mich definitiv nicht. Wir werden aber gucken, dass wir hier die ganzen Herbs mittlerweile kombinieren. Genau, ein grünes Herb können wir noch hier so einzeln liegen lassen, falls wir noch irgendwie Blue und Ola Red finden sollten. Aber wir machen noch ein komplett grünes Gemisch. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Storen wir die mal. Nehmen wir den mal mit. Alright, die Lights. Spastic Saver. Und jetzt müssen wir natürlich die Lösung versprühen. Andere Richtung. Was hier? Ja. Beim Senior Staff PC. Damit bekommen wir natürlich die Keycard Level 3. Get right back down, bitch. That's right. Und Toast. Toasty. Er schickt mir dann hier die ganze Zeit WhatsApp, verdammte Axt.